willkommen zu einer neuen Folge von AndiTV. Ich hatte euch ja mal erzählt, dass ich 3 Gutscheine gewonnen habe, und zwar bei Sevenload, da wo meine Videos auch gehostet sind. Die Gutscheine waren von Jochen Schweizer, diesem Erlebnis-Event-Portal, und da war neues schon mal das Bodyflying. Das habe ich, das war ja in Bottrop, und jetzt hatte ich den 2. Gutschein eingelöst, das war das Tragschrauberfliegen, das war in Peine, also beziehungsweise in Föhrum, das ist bei Peine. Wir sind geflogen von Peine nach Hannover, also westlichen Stadtrand, Duisburg, Kanaten haben wir gesehen. Und die Telemax konnte man gut sehen, über die A7 sind wir rüber geflogen, war unheimlich interessant. So, und ich würde sagen, das schauen wir uns mal an. Erstmal zeige ich euch jetzt hier, so sieht ein Tragschrauber aus, das ist also alles offen an der Seite und über uns. Der Rotor dient nur zum Auftrieb, nicht zum Vorwärtsfliegen, dazu ist der Heckpropeller gedacht. Und ja, mit so einem Ding sind wir, wie gesagt, geflogen. Das schaut euch mal an. Wir hatten also ein Lichtverhältnisse und eine Fernsicht, das war ohnesgleichen. Bitte schön. We'll be right back.
das waren ganz schöne Aufnahmen, ne? Ich hatte ja erst das Gefühl, dass das ausfällt, weil das so fürchterlich geregnet hat auf der Hinfahrt. Da habe ich gedacht, das findet nie statt, weil ihr habt ja gesehen, das Ding ist total offen, wenn man da was fallen lässt, dann ist es weg. Und, ne? Und dann hat sich aber, als ich da ankam, der Regen gelegt gehabt. Und dadurch waren auch diese bezaubernden Lichtaufnahmen zu bewundern. Und auch der Pilot sagte, die Luft ist wie gewaschen. Man entfernt sich da, das besser geht's nicht. Ne? Und ja. Aber wie gesagt, auch das Zittern am Anfang, also während des Fluges teilweise, ließ sich nicht vermeiden, weil es eben offen war. Aber diesmal nehme ich diese Kamera mit. Die große, die man hier so auf die Schulter legt. Und die hat einen besseren Bildstabilisator. Und ich denke mal, damit dürfte sich das Zittern ein bisschen vermeiden lassen. Und ich werde sowas bestimmt wieder machen, weil das hat einfach nur Spaß gemacht. Richtig Spaß gemacht. Das kann ich nur jedem empfehlen. So, das war's dann auch schon wieder. Ja, was als nächstes kommt, weiß ich noch nicht. Ich denke da an so eine Kochsendung. Schauen wir mal. Andi kocht oder sowas. Weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall, habt erstmal eine schöne Zeit. Macht's gut. Tschüss.